miseria tua est, omnipotentia, sed dimensis peccatus est, est perducat vos et vita et terra. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, debet nobis omnipotens et misericordiens Dominus. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdiger Pater Prior, hochwürdige liebe Mitbrüder, liebe Mitglieder der italienischen Kongregation, liebe Gläubige aus Wien und aus der Ferne, die Sie heute hier zusammengekommen sind zum Fest des Wiener Stadtpatrons und auch des Patrons unseres Wiener Priorates, unserer geliebten Priesterbruderschaft, die Sie hier zusammengekommen sind, um dieses hohe Fest zu feiern. Wir sind in großer Freude hierher gekommen, um diesen großen Heiligen zu ehren. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass heute so viele Priester und Seminaristen da sind aus unserem ganzen Distrikt. Es sind Priester hier aus Tschechien, aus der Heimat unseres Heiligen, aus Mähren, aus dem Priorat Brünn, der Dekan von Brünn, Pater Stritzko, und auch Pater Hackl, der als Diakon assistiert an der Heiligen Messe. Es sind sein Priester hier, Pater Tilo Janec aus Kroatien, Pater Wilhelm, der in Ungarn wirkt, Pater Kolinski aus Polen, das gehört zwar nicht zum Distrikt, aber ist auch ein Wirkungsland gewesen des heiligen Clemens Maria Hofbauer. Wir haben hier Vorseminaristen aus der Slowakei, aus Kroatien, aus Österreich, einen Seminaristen aus Polen. Es ist unsere geliebte Priesterbruderschaft hier heute durch seine Mitglieder und auch durch die Anwärter in besonderer Weise vertreten. Und das ist eine ganz große Freude, hier in unserer wunderbaren Minoritenkirche, an diesem Gnadenort, der seit so vielen Jahrhunderten auch ist. Wir stehen unmittelbar vor einem doppelten großen Jubiläum. 2024 werden es 800 Jahre sein, dass die ersten Minoriten nach Wien kamen. Ausgesandt vom heiligen Franziskus selbst haben sie sich hier an diesem Ort niedergelassen, haben ihr erstes Gotteshaus gestiftet unter dem Patrozinium des Heiligen Kreuzes, haben hier ihr Kloster errichtet. Und das zweite große Jubiläum ist ein Jahr danach. 400 Jahre Marianische Kongregation für die Italiener, gestiftet durch den Jesuitenorden, ursprünglich bei der Kirche am Hof, bei der alten Professkirche, beim Professhaus der Gesellschaft Jesu in Wien ansässig, unter dem Titel Maria Reinigung, dann der unbefleckten Empfängnis und schließlich unter dem Patronat von Maria Schnee.
Und die Wirren der Zeit im 18. Jahrhundert haben die italienische Kongregation über einen kleinen Umweg von der Kirche am Hof hierher geführt, in die Minoritenkirche. Und diese Kirche hat dann das wunderbare Patrozinium Maria Schnee empfangen, Santa Maria Maggiore. Und so sind wir in besonderer Weise auch mit der ewigen Stadt verbunden. Und die Heiligen Väter, die Päpste, haben diese Kirche auch immer mit besonderen Ablässen ausgestattet. Papst Pius VI. War im Jahr 1782 hier an diesem Ort. Eine Marmortafel hinter dem Hochaltar erinnert an den Besuch des Heiligen Vaters hier. Er hat am Karfreitag das Heilige Grab besucht und hat sich eigenhändig eingetragen in das goldene Buch der Kongregation und ist Mitglied geworden der Wiener italienischen Kongregation. Und ebenso alle folgenden Päpste bis zu Pius IX. Einschließlich, der wenige Jahre vor seinem Tod 1878 Mitglied geworden ist der italienischen Kongregation. In dieser Kirche haben auch besonders zwei große Heilige gewirkt. Johannes von Capistrano hat hier gepredigt, der große Prediger Wiens, und vor allem am Beginn des 19. Jahrhunderts der heilige Clemens Maria Hofbauer, der zum Stadtpatron unserer geliebten Heimatstadt Wien geworden ist. Aus Tasswitz in Südmähren stammend, ist er über gewisse Umwege in seinem Leben, die immer Wege der Vorsehung auch waren, hierher gekommen, in seiner Studienzeit und später wieder am Ende seines Lebens. Clemens Maria Hofbauer hat in ganz Europa gewirkt. In Deutschland, in der Schweiz, hier in Österreich. Er ist durchgezogen, immer wieder von Italien in den Norden hinauf, über seine Heimat nach Polen. Hat in Polen ein großes Apostolat begonnen, in der Kirche St. Benno in Warschau. Hat das da niederliegende Glaubensleben belebt, vor allem durch das Messopfer, durch den eucharistischen Kult und auch das Rosenkranzgebet, sodann durch seine besondere Zuwendung auch zu den Armen und besonders den Kindern. Das Apostolat in Warschau blühte ganz mächtig auf und der heilige Clemens Maria Hofbauer wurde ein sehr bekannter Mann. Er, der ein Schüler des heiligen Alfons von Liguori war, Redemptorist. Schließlich aber sollte sich die Zeit und die Verhältnisse ändern. Es kam zu den napoleonischen Kriegen. Es kam zu einer ganz fürchterlichen Zeit. Noch dazu seit geraumer Zeit die Säkularisation. In Deutschland, hier in Österreich zuvor, der Josephinismus mit dieser furchtbaren Abfallbewegung. Und dann noch diese kriegerischen Ereignisse. Und der heilige Clemens Maria Hofbauer war gezwungen, seine Zelte in Polen abzubrechen. Er stand vor einem völligen Trümmerhaufen seines Apostolates. Nichts. Gar nichts ist übrig geblieben. Er musste alles verlassen. Die Seinen mussten auch weichen. Man kam in Haft, man war verfolgt. Und schließlich kam der heilige Clemens Maria Hofbauer 1808 hier in die Kaiserstadt nach Wien. Auch hier herrschten schwere Zeiten. Es war die Hochzeit des Josephinismus. Nach der großen Blütezeit, noch Anfang des 18. Jahrhunderts, ging es durch die Aufklärung, durch die schlechten Früchte dieser Zeit,
schon auch einige Zeit vor Josef II., unter der Regentschaft Maria Theresias, mit der Kirche in diesem Land bergab. Es ist schwierig geworden. Die Freimaurer wüteten. Viele andere kirchenfeindliche Agitatoren waren unterwegs. Und aus der so blühenden, tief katholischen Stadt Wien ist dann infolge der Eingriffe Josefs II. Eine Wüste geworden, eine Glaubenswüste geworden, sehr ähnlich der heutigen Zeit. Und in diese Wüste hinein kommt der schon im fortgeschrittenen Alter sich befindliche Clemens Maria Hofbauer. Pater Hofbauer stand unter ständiger polizeilicher Beobachtung. Er war verfolgt, er konnte sein priesterliches Leben kaum entfalten. Er war hier in Wien am Beginn ein wenig, man könnte sagen, ein Untergrundpriester. Er wirkte bei den Mechetaristen und er wirkte dann vor allem hier in dieser Kirche, weil der damalige Direktor dieser Kirche, ein italienischer Priester, schon hoch betagt war und die priesterlichen Funktionen nicht mehr voll und ganz wahrnehmen konnte. Diese Kirche war damals schon die Kirche der italienischen Kongregation Maria Schnee. Und es gab hier eine sehr bedeutende katholische, auch kulturelle Blüte. Es ist hier in dieser Kirche dann, vor allem auch durch das Wirken des heiligen Clemens Maria Hofbauer, ein katholisches Nest entstanden, von wo aus der Glaube wieder lebendig geworden ist. Und wie hat er es getan? Er hat es getan durch das liturgische Leben, das so sehr daniederlag, das so sehr eingeschränkt wurde durch die Reformen Josefs II., der sich zugegebenermaßen so seltsam benommen hat, dass die Zeitgenossen ihn als Sakristan des Heiligen Römischen Reiches bezeichneten und benannten. Mit seinen Hunderten und Tausenden Regeln für das kirchliche und das religiöse Leben. Und so hat Pater Hofbauer gerade auch hier in dieser Kirche das liturgische Leben belebt. In aller alten Pracht, wie es hier üblich war, wie wir es auch heute sehen können. Er hat das 40-stündige Gebet aus Italien mit hierher genommen und in aller Pracht auch gefeiert. Und er stand natürlich als Seelsorger zur Verfügung. Mit seiner Kenntnis mehrerer Sprachen war er der Seelsorger der Wiener und der Italiener. Schließlich wurde Clemens Maria Hofbauer dann Beichtvater und Seelsorger an der Kirche St. Ursula, ebenso hier im ersten Bezirk in Wien. Aber schon in seiner Zeit hier an der Minoritenkirche entstand der Hofbauerkreis mit seinen großen Vertretern, Vertretern vor allem auch der Literatur. Und das war zutiefst verbunden natürlich auch mit der italienischen Kongregation Maria Schnee, wo auch, gerade auch durch den damaligen Präfekten, viele Größen der damaligen Zeit hier waren und hier ihr christliches Wirken und ihr christliches Apostolat entfalten konnten. Das Besondere an unserem Stadtpatron, das war die Individualseelsorge. Er hat sich neben seinem allgemeinen priesterlichen Wirken der einzelnen Seele angenommen. Und das ist etwas sehr Wichtiges, gerade auch für unsere Zeit. Und diese Individualseelsorge ist zutiefst fruchtbar geworden. Und dank dieser Einzelseelsorge ist es gelungen, den Josephinismus zu überwinden. Denn viele von den Schülern Hofbauers sind dann wichtige Gestalten in der Kirche unserer Länder geworden.
Mir fallen jetzt konkret zwei Vertreter ein, der spätere Wiener Erzbischof Kardinal Josef Ottmar von Rauscher. Er war ein Schüler von Clemens Maria Hofbauer. Als junger Mann hat er den Heiligen hier in Wien kennengelernt und ist sein Schüler geworden. Seine Mutter hat Angst bekommen, dass der Pater Hofbauer ihn verschleppt, einen Ordensmann aus ihm macht. Und die Mama ist zum Kaiser sogar gegangen und hat sich beschwert über den Pater Hofbauer. Und sie hat sich gefürchtet um ihren Sohn Josef. Aber der Kaiser, Franz II., Franz I. dann, hat gut reagiert. Und es ist gelungen, dass Josef Ottmar von Rauscher sein Schüler blieb und später dann Erzbischof von Wien wurde und einer der großen Überwinder des Josephinismus war. Seine Vorgänger, die Bischöfe von Wien, Erzbischöfe, waren alle zutiefst dem Josephinismus verbunden, zutiefst der Aufklärung verbunden, waren keine guten Bischöfe, waren im besten Sinne Beamte des Staates. Ein anderer großer Bischof war Gregor Thomas Ziegler. Der ist Bischof von Linz geworden und hat dort in dieser Diözese den Josephinismus überwunden und hat den Boden bereitet für den großen späteren Linzer Bischof und Bekenner, den ehrwürdigen Diener Gottes, Franz Josef Rudigier. Und so sehen Sie, wie großartig dieses Wirken dieses einzelnen Priesters war und wie sehr sein Ringen um jede einzelne Seele fruchtbar war. Und was hat er getan? Er hat vor allem den Rosenkranz gebetet. Er ist durch die Straßen Wiens gegangen und hat den Rosenkranz gebetet. Für die Bekehrung der Wiener, für die Bekehrung dieser Stadt, für die Überwindung der Krise der Zeit. Und dazu möchte ich Sie auch in besonderer Weise aufrufen. Greifen Sie zum Rosenkranz. Beten Sie den Rosenkranz. Wie viele andere Heilige hat das unser Stadtpatron und Prioratspatron in besonderer Weise verstanden und hat den Rosenkranz gefördert, das Rosenkranzgebet gefördert in den Kirchen, in den Familien, unter den Leuten. Und er hat in den Straßen Wiens öffentlich den Rosenkranz gebetet. Man hat ihn beobachtet, man hat ihn gesehen. Und das ist mein Aufruf auch an Sie, meine Einladung an Sie. Beten Sie den Rosenkranz in der Familie. Das ist das große Familiengebet. Beten Sie den Rosenkranz in der Kirche. Wenn Sie die Gelegenheit haben, wenn es Ihre Standespflichten erlauben, dann kommen Sie vor der Messe zum Rosenkranz. Und schließlich auch das öffentliche Bekenntnis unseres Glaubens durch den öffentlichen Rosenkranz, den wir jetzt schon seit über einem Jahr beten in unserem Land und an vielen anderen Orten. Eine große geistliche Waffe, um das Böse niederzuringen, um die Probleme zu überwinden. Clemens Maria Hofbauer hat es verstanden. Auch hier in Wien blieben die Probleme nicht aus. Und am Ende seines Lebens trat eine erneute Verfolgungszeit ein. Aber der heilige Clemens hatte ein irrsinnig großes Gottvertrauen, hat zutiefst in die göttliche Vorsehung vertraut. Und so sind die Schwierigkeiten überwunden worden. Und vieles hat er gar nicht mehr gesehen. Aber er hat den Weg bereitet für eine neue Blütezeit hier bei uns und auch in den anderen Ländern Mitteleuropas, ja, letztlich auch der ganzen Welt. Er ist einer der großen Heiligen des Redemptoristenordens der ersten Zeit. Er ist ein großer Heiliger, der an vielen Orten verehrt wird. Am Altar liegt ein altes Missale aus der Diözese Augsburg, das auch diesen Festtag kennt. Überall wird er hochgefeiert. Und auch wir
wollen ihn hochfeiern, ein jeder Einzelne von uns. Bitten wir ihn immer wieder um seine Hilfe, um seinen Schutz in den persönlichen Nöten, aber auch in den Nöten der Heiligen Kirche. Denken wir immer mit einem großen katholischen Herz an alle, verbunden mit allen Katholiken. Beten wir für den Papst, beten wir für die Bischöfe, für die Priester, in besonderer Weise auch für die Priesterberufungen. Beten wir für die lieben Mitbrüder unserer Priesterbruderschaft. Sie können sie hier sehen heute aus allen Ländern unseres Distrikts versammelt. Für die Priesterberufungen, für die kommenden Priester. Sie sehen die Vorseminaristen, ein paar sind hier heute mitgekommen, um auch diesen Heiligen zu feiern. Ich lade Sie ein und ich bitte Sie um Ihr Gebet und auch um Ihr häufiges Anrufen unseres Patrons, unseres Prioratpatrons und schließlich auch unseres Stadtpatrons. 1914, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ist Clemens Maria Hofbauer zum Stadtpatron erhoben worden. Pius X., der heilige Pius X., hat ihn heilig gesprochen und er ist dann zum Stadtpatron Wiens erhoben worden. Liebe Wiener, seien Sie mit Clemens Maria Hofbauer zu innigst verbunden, mit diesem Heiligen unserer Stadt, dem Bäckerlehrling aus Znaim, wo er seine Bäckerlehre absolviert hat, wo er dann bei den Prämonstratensern als Bäcker gearbeitet hat und dort seine Berufung auch immer klarer erkannt hat. Wir wollen nachher die Clemensbrote auch segnen. Sie sollen uns ein besonderer Segen werden und eine besondere Erinnerung an diesen großen Heiligen, einen Heiligen von uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.